Im zweiten der beiden Torah-Abschnitte, die wir diese Woche lesen, Behar und Bechukotai, heißt es gleich zu Beginn, Im Bechukotai Telechu, wenn ihr in meinen Gesetzen wandelt. Der amerikanische Rabbiner David Wolpe hat sich in seinem Kommentar zu diesem Wochenabschnitt vor allem auf das erste Wort, das Im, das Wenn, konzentriert und ein paar wundervolle Gedanken formuliert, an die ich mich nun ganz eng anlehnen möchte. In der jüdischen Tradition gilt das Prinzip, wonach die Torah kein Wort zu wenig und kein Wort zu viel enthält. Mit anderen Worten, alles, was in der Torah steht, ist wichtig und bedeutsam. Selbst so ein kleines Wort wie ihm, also wenn. Der Ischbitzer Rebbe, eine kabbalistische Größe des 19. Jahrhunderts, hat in seinem Buch Mei Hashiloach eben diese Passage beleuchtet und sich gerade auf dieses eine Wort, das Wenn, konzentriert, hat versucht, dessen Bedeutung zu ergründen und hat unter anderem die Frage gestellt, ob wir, wenn wir alle Gebote und Gesetze Gottes halten würden, so wie sie in der Tora formuliert sind, denn wirklich sicher sein könnten, dass wir den Willen Gottes vollständig erfüllen. Und er fährt fort, auszuführen, dass Gott so tief ist, dass es immer eine Unsicherheit gibt, die uns begleitet bei der Frage, ob wir tatsächlich Gottes Willen nachkommen. In dem Wörtchen ihm, so Rabbiner David Wolpe, steckt alles drin. Wenn das und jenes passiert, dann wird das und das passieren. Wenn ich doch nur das und das getan hätte, was wäre dann daraus geworden? Zukunft und Vergangenheit spiegeln sich in diesem kleinen Wort. Rabbiner Ephraim Mervis, der Oberrabbiner von Großbritannien, weist darauf hin, dass in dem Buch Sefer Belulav Shemhen aus dem 16. Jahrhundert ebenfalls ein Kommentar zu eben diesem Wort befindlich ist, der darauf hinweist, dass wesentliche Stationen in der jüdischen Geschichte mit diesem Wort verknüpft werden können. Ihm, welches aus zwei Buchstaben, nämlich Aleph und Mem, besteht. Der Auszug aus der Sklaverei Ägyptens wurde möglich durch Gott auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite durch zwei menschliche Führer, nämlich Aaron und Moses, deren Anfangsbuchstaben Aleph und Mem sind, also die zusammen das Wort ihm ergeben. Wenn. Die Rettung in der Purim-Geschichte vor dem geplanten Völkermord des bösen Haman erfolgte aufgrund des Einsatzes von Esther und Mordechai. Der Anfangsbuchstabe des Namens Esther ist Aleph und der von Mordechai ist Mem. Und die Erlösung, die endgültige Erlösung, die noch kommen wird, wird erfolgen durch den Propheten Eliyahu und dem Maschiach, dem Messias. Eliyahu beginnt mit dem Buchstaben Aleph, Maschiach beginnt mit dem Buchstaben Mem. Aleph und Mem. Sie waren beteiligt bei der Befreiung aus der Sklaverei, bei der Verhinderung des großen Völkermordes an dem jüdischen Volk und sie werden beteiligt sein an dem, was da noch kommt,
an der Erlösung. Vergangenheit und Zukunft liegen in dem Wort ihm, wenn. Rabbiner David Wolpe hat darauf hingewiesen, dass es ein Gedicht gibt von Rudyard Kipling, welches zu den berühmtesten und beliebtesten Gedichten in England überhaupt zählt. Und dieses Gedicht heißt Wenn, im Englischen If. Und obwohl das ein Torah-Kommentar ist, möchte ich trotzdem nicht darauf verzichten, dieses Gedicht in leicht abgeänderter und leicht gekürzter, übersetzter Form vorzulesen, weil es den Nagel auf den Kopf trifft. Wenn du deinen Kopf behältst, auch wenn alle um dich herum ihn verlieren und die Schuld auf dich schieben. Wenn du dir selbst vertrauen kannst, wenn alle Menschen an dir zweifeln, aber auch ihre Zweifel zulassen wirst. Wenn du warten kannst und nicht vom Warten müde wirst oder belogen wirst, ohne selbst zu lügen oder gehasst wirst, ohne selbst zu hassen. Wenn du träumen kannst, ohne dich von Träumen dominieren zu lassen. Wenn du denken kannst, ohne die Gedanken zu deinem Ziel zu machen. Wenn du mit Triumph und Unglück umgehen kannst und diese beiden Hochstapler gleich behandelst. Wenn du ertragen kannst, dass die Wahrheit, die du gesprochen hast, von Übelmeinenden verdreht wird, um Leichtgläubige in die Irre zu führen. Oder zusehen kannst, wie die Dinge, für die du dein Leben gabst, zerbrechen und dich bücken kannst, um sie mit abgenutzten Werkzeugen wieder aufzubauen. Wenn du all deine Gewinne riskierst und verlierst und fängst wieder von vorne an und nie ein Wort über den Verlust verlierst, wenn du dein Herz, deine Nerven und deine Sehnen zwingen kannst, um dir zu dienen, nachdem sie ihre Kraft verloren haben und so festhältst, selbst wenn nichts mehr in dir ist, außer dem Willen, der sagt, halte durch. Wenn du mit Menschenmengen redest und deine Werte behalten kannst oder mit Königen wandelst, ohne den Respekt vor den Armen zu verlieren. Wenn weder Feinde noch Freunde dich verletzen können, wenn alle Menschen für dich zählen und keiner ist zu viel, wenn du die unverzeihliche Minute füllen kannst mit 60 Sekunden des Verzeihens, dann gehört dir die Welt und alles, was darin ist. Und noch mehr, dann bist du ein Mensch, mein Sohn. Wenn wir in der Lage sind, aus dem Heute zu lernen und das Morgen besser zu machen, wenn wir in der Lage sind, Weisheit aufzunehmen und danach zu handeln, wenn wir in der Lage sind, Hoffnungslosigkeit zu überbrücken und neue Hoffnung zu schöpfen, wenn wir in der Lage sind, aus den Erfahrungen vergangener Generationen zu lernen, um unsere Zukunft zu gestalten. Und wenn wir in der Lage sind, in Gottes Gesetzen zu wandeln, dann wird die Welt von morgen garantiert besser, als es die Welt heute ist. Ich wünsche Ihnen dabei viel Glück. Shabbat Shalom.